Hallo, liebe Zuschauer, Space Engineers und Freunde von Weltraum-Sci-Fi-Abenteuern. Als erstes möchte ich mich entschuldigen für die lange Zeit der Abwesenheit. Folge 4 hat gebraucht. Es gab technische Probleme, auch skurrile Probleme, wie ihr es mitbekommen habt, vielleicht selbst. Space Engineers lief die letzte Zeit nicht so, wie es hätte sein sollen. Zusätzlich dazu gab es einen schweren Ionensturm, der diverse starke Lecks, Verzögerungen und Interferenzen verursachte, die es einfach unmöglich machten, am Stück irgendwas Ordentliches herzustellen. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken, ja, ich bin an Bord der Challenger. Die Challenger ist fertiggestellt. Leider habe ich im Kopf nicht mehr die Pläne, wie sie ursprünglich mal aussah, und vieles hat sich geändert. Deswegen ist dieser Raum hier vorne auch so leer. Entweder wird es irgendwann mal ein Aufenthaltskonferenzraum oder eine Kantine. Mal schauen, wir lassen unsere Fantasie den freien Lauf. Kleine Führung durchs Schiff. Die Medic ist nicht mehr im hinteren Teil des Schiffes, sondern relativ weit vorne. Reduziert auf 2 Kryos kann weiterhin ausgebaut werden. Folgen wir weiter. Türen sind größtenteils automatisch oder automatisiert worden. Ja, und funktionieren, wie sie gerade wollen. Der Sprungantrieb befindet sich nach wie vor, zumindest einer davon, wo er mal war. Shuttle Bay auch einige Änderungen in Kauf nehmen müssen aus Platz und Ressourcengründen. Dort befindet sich der 2. Sprungantrieb, um die Reichweite zu erhöhen. Eine Art Boarding Ramp. Doppeltürsystem, der als Luftschleuse dient. Und was ganz Feines, ein Ort der Stille. Ein Chill-Out-Raum, 2 Lautsprecher, Stereo-Sound, falls einfach mal jemand nur seine Ruhe haben will. Ein einziges Manko: dieser Raum ist nicht an das Conveyor-System angeschlossen. Das heißt, ist die Tür zu, erstickt man. Da ein kleines Geschenk, das über den Hyperraum geflogen kam: der Ionensturm. Dieser leichte grüne Schleier, der sich langsam und stetig von mir Gott sei Dank wegbewegt, verstärkte einige Kommunikationsfrequenzen, worüber ich einiges mithören und abfangen konnte. Darunter waren sehr viele zahlreiche technische Dokumente. Einige davon waren durch den Ionensturm so stark verzerrt und beschädigt, dass sie nicht wieder instand gesetzt werden konnten. Von diesen kleinen Shuttlepod allerdings schon. Ich habe mir die Mühe gemacht und das Shuttle einfach mal nachgebaut und getestet. Es ist ein Traum. Es lässt sich beladen wie ein Esel und lässt sich auch als ein kleiner Hauler, Transporter, sowohl für atmosphärische als auch nicht atmosphärische Planeten bis zu 1G problemlos nutzen. Allerdings schwankt da dann die Ladekapazität. Eins der Triebwerke, das rechte in der Challenger, Hydrogentank, leider nicht mehr ganz so voll. Ich musste die Kiste ja vom Absturz bzw. Zerstörungsort nach dem Wiederaufbau in die Umlaufbahn bringen. Antennensignale und Co. sind deaktiviert, um keine Feinde oder neugierige Personen anzulocken. Denn wer auch immer damals die Station unten auf dem Mond zerstörte und die Challenger in 2 schoss, könnte immer noch in der Nähe sein. Ungebetene Gäste ist das Letzte, was ich gerade gebrauchen kann. So, das Oberdeck der Challenger. Einige Produktionsbinder zur Herstellung von Flaschen, Werkzeug etc. etc. Brücke besitzt auch ein Doppelschleusensystem, auch automatisch,
wenn es mal funktioniert. Der Computerkern befindet sich jetzt auch auf der Brücke. Die guten alten Konsolen, diese werde ich wahrscheinlich abreißen und durch konventionelle ersetzen. Da diese leider nicht ionensturmfest sind, gab es auch einige Probleme. Ja, sieht alles gut aus, keine beschädigten Blöcke. Ja, dieser leichte Schatten auf dem LCD, das sind die Nebenwirkungen des Ionensturms. Und so schaut sie von außen aus. Ist zum größten Teil Vanilla. Bis auf die Konsolen. Soweit fast Vanilla. Ziel und Gedanke meiner nächsten Reise war Richtung Mars. Diese werde ich dann, nachdem ich die restlichen Komponente, Ersatzteile und noch etwas Eis geschafft habe, auf die Challenger verlegen und dann mit meiner langen Reise beginnen. In der Hoffnung, andere Engineers anzutreffen, um vielleicht gemeinsam Probleme, Konflikte und Herausforderungen zu meistern. Und dieser Ionensturm, da hat mich ein paar graue Haare gekostet. Da auch Störungen im Display. Nicht normal. Meine Damen und Herren, das war eine kurze Einleitung. Folge 5 folgt demnächst. Ich hoffe, euch hat mein Wiederaufbau gefallen. Kommentiert, empfiehlt, gibt Tipps. Alles ist willkommen, vergiss den Daumen nach oben nicht. Ich sage jetzt einfach mal, bis zum nächsten Mal bei dem Moonsager. Auf Wiedersehen.